So, meine Damen und Herren. Nochmal alles richtig einpegeln. Hoffe ich zumindest, dass alles richtig eingepegelt ist. Das hier ist meine erste Aufnahme hier mit dem neuen Mikrofon. Deswegen ist das alles noch ein bisschen Neuland. Hashtag. Weiß ich nicht. Irgendwas mit Merkel. Ohne Witz, was ist da mit dem Typen da in der Verwendung? Warum ist er so schnell? Dankeschön fürs Vorbeilassen. Das war wirklich sehr, sehr nett von Ihnen. Werter Herr Turbo Freak. Die haben auch hier Namen, ne? Ich frage mich gerade, wenn man das hier. Das Spiel hier stand eben, warum auch immer, ich weiß es selber nicht, in Englisch. Also alles war Englisch, ne? Ich frage mich, wenn man das Englisch macht, ja? Ob da auch andere Namen stehen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber wenn du Französisch oder Spanisch oder sonst irgendwas nimmst, kann das schon eher sein, wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Habe ich bisher immer nur in Deutsch gespielt. Nächstes Mal probiere ich Chinesisch aus. Damit ich auch wirklich alles verstehe und alles lesen kann. Weil ich kann ja fließend Chinesisch sprechen und lesen. Nein, kann ich nicht. Das war ein Witz. Fahren wir eigentlich einen normalen Rundkurs oder fahren wir einen K.O. oder so? Ah, okay. Muss man ja mal wissen, ne? Wenn man bei der Rennauswahl nicht aufpasst, ist man selbst schuld, ne? Kann man ruhig mal nachfragen. Moment, ich muss den langen? Ja, perfekt. Nein, nicht quer kommen. Ah, so weit, so gut. Okay, 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 kann man mal machen. Achtung, Kreise. Ja. Ja, weg. Nein. Ja. Ah, er hat einen Wetter auf jeden Fall gebaut. Von daher geht das. Ja, soweit so gut. Wir sind in der zweiten Runde, gleich in der dritten und dann haben wir dieses Rennen auch absolviert. So, Achtung, ich muss mal hier lang. Jo, perfekt, dankeschön. Au, oh, nein, 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 nicht überschlagen. Das wollen wir doch alle nicht. Wer kommt, ist okay, kann man mal machen. Aber überschlagen ist scheiße. Genau. So kriegen wir das hin. Liebes Galaudische. Ey, hallo? Ohne Witz, ne? Jetzt kommt der andere Typ da wieder angescheißert. Der Illusionspenner-Typ da. Ey, der war doch eben schon dabei. Der hat noch nicht genug verloren. Ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn. Hölle, Hölle, Hölle! Was?
Nein, ich hab nichts gemacht. Tut mir leid. Gut. Wir haben jetzt eine langgezogene Kurve. Mecker. Eine langgezogene Kurve. Die ist lang und lang und lang gezogen. Und jetzt sind wir mal hier lang. Da haben wir schon gewonnen. Das war ein bisschen knapp. Achtung, Kanal 3. Uns wurde soeben ein Schnauze. Oma. Wir müssen hier Rennen fahren. Wir haben keine Zeit, dir zuzuhören. Wir haben noch 1, 2, 3, 5 Rennen vor uns. Gut. Fahren wir Blitz. Oh, Kopfrisiko maximal. Nochmal maximal. Minimal, minimal. Minimal, minimal, maximal, maximal, minimal, minimal, maximal, maximal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ist auch egal. Das will nicht alles einen Sinn haben. Minimal, minimal, minimal. Maximal, maximal, maximal. Ding, 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 ding. Go! Wow, 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 wow. Yeah! Minimal, minimal, minimal. Vectra! Vectra mit deinem Vectra! Vectra, Vectra! Immer wieder alles runterdrehen, dass wir da umrollen, immer noch einen Effekt drin haben. So. So, Achtung, ich muss hier lang. Wing, 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 ding, 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 ding. Nein, ich bin nicht bescheuert oder so. Ja. Könnte man meinen, aber nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht, nein. Hm. Nur sonntags. Und da wir heute Freitag haben, kann ich heute nicht bescheuert sein. So. Auch ohne Witz, ne? Ich bin total behindert hier mit dem Fahren heute. Das passiert mir eigentlich nicht, dass ich so oft irgendwo gegen donner. Wieso, bleib hier, du bist mein Wecker, du musst hier bleiben. Wegen dir habe ich jetzt einen Unfall gebaut. Bleib einfach liegen, ja? Genau, vielen Dank. Dreh dich einfach, ist okay. So, gute Nacht. Schlaf einfach weiter. Wie zum Mut müsste man sein, ey. Ohne Witz! Die wird hier nicht so einen Unfall bauen. Am besten lasse ich die fahren. Jung, jung, jung. Ich will dann überlegen, ob wir für die Meilensteine. Wir gucken gleich mal, was wir überhaupt da für Meilensteine haben. Aber ich bin dann überlegen, ob wir dafür vielleicht mal ein Auto nehmen, was nicht so voll ist mit Fahndungsstufe. Und damit wir ne, bisschen mehr Luft haben zu 5. Weil das, wenn wir direkt mit der 5 fahren, ist es spannender, ne? Also jetzt in dem Fall hier 4,5 und dann fast 5. Auf 12%. Dann haben wir diese Rennen endlich hinter uns. Ah.
gut, gut, gut. Fast perfekt. Da ist das Ziel. Perfekt. Ach Gott sei Dank, ey. Schnauze mit deinen Einheiten. Ey, wir haben alle Rennsieg. Ist das nicht schön? Meilensteine. 32 Polizeiwagen. 600.000 Kopfgeld. Und mindestens 8 Minuten. Ja, okay. Ja, außer das da könnte man wirklich... Müssen wir mal gucken, ob wir ein Auto haben, was irgendwie so bei 3 ist oder so. Vielleicht bei 2. Ansonsten müssen wir halt einfach hocharbeiten. Wird ja auch funktionieren. Müssen wir ein bisschen langsamer machen und dann geht das ja auch. So, wir haben ja noch ein paar Rennen vor uns. Und zwar immer noch 1, 2, 3, 4 Rennen. Ja, macht ja auch Sinn. Minimal, minimal. Ja, dann müssen wir die zuerst fahren. 4 Runden, Alter. Tier 3. Weil sie 7 Runden im Kreis fahren, ohne Witz. Und dann das und dann das. Oder umgekehrt, ist mir eigentlich auch wurscht. Wir haben 70.000, wir könnten theoretisch... Ne, wir fahren die zwei noch und dann stecken wir ein bisschen was in den Lambo. In den Musalago. Komm, Schnauze. Fahren wir jetzt erstmal das K.O.-Rennen. Ha! Boah! Der hat jetzt aber echt mal alle aufgehalten. Das habe ich auch ohne gehabt. Das war krass. Einfach mal so bam, alle aufgehalten. So Türsteher-Style. Ist das nicht geil? Das war voll der Türsteher-Style. Aber das war ein LKW. Ja, aber ist halt breit, ne? Und Auto zu. Was erzählst du da für eine Scheiße? Ich weiß es doch auch nicht. Tut mir leid. So, gut, fast. Bumm, Explosion. Noch mehr Punkt. Ja, so weit, so gut. Komme! Die Strecke hier gefällt mir irgendwie, die macht Spaß. Au! Abgesehen von der Mauer da, die könnte irgendwie weg sein. Flonk, 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 alle Bänke mitgenommen. Haben alle in unseren 2 cm großen Kofferraum reingesteckt. So, hoffentlich fahren die dagegen. Sie fahren nicht dagegen, warum auch? Wäre ja zu einfach für uns. Wir fahren jetzt mal hier außen rum, damit wir da nicht langsamer werden. Und jetzt fahren wir hier so schön geradeaus weiter. Die Strecke ist voll lang und dann 3 Runden davon. Ich mag Rundkurse irgendwie nicht. Außer auf der Nordschleife. Aber die können wir hier drin nicht fahren. So, das war Runde Nummer 1. Da fliegt ein Schild durch die Gegend. So, haben wir jetzt hier wieder so einen fetten LKW, der uns alle aufhält? Nö, diesmal nicht. Na gut. Okay. Wir haben wieder großen Vorsprung. Zumindest momentan. Oh, großer LKW.
Aber kein Problem für uns. So, jetzt müssen wir hier mal wieder ein bisschen rausholen. Mal weggehen, du blödes Fass. Boah, genauso wie eben. Wobei das hier jetzt noch schlimmer ist. Ich merke, dass ich schon lange nicht mehr aufgenommen habe. Ich rede hier ja gerade die ganze Zeit. Mein Hals fängt an zu kratzen. Das ist echt ein bisschen weh. Ich kann auch mal was trinken. Das ist echt uncool. Weg damit, dir scheiß Auto. Ich muss was trinken. Tut mir leid. Wobei Cola dafür wahrscheinlich auch nicht die beste Trinkmöglichkeit ist. Ich glaube, ich müsste eigentlich Milch trinken. Das könnte wahrscheinlich besser helfen. Oh, der DHL-Mensch ist da. Freunde, ich muss gerade Pause machen. Moment.